Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stoneheart. Heute mal mit... Mit mir. Genau, mit ihm da. Ja, stimmt, die Kamera ist an. Mit Facecam und mit dem Kali. Jetzt seht ihr nicht mal, was für ein verpeilter Idiot das eigentlich ist. Ja, meine Fresse kennt ihr ja schon. Ich hoffe, es klappt alles so mit der Aufnahme. Und mein Kopf juckt. Jetzt bitte aufhören. Oh ja, geil. Ich bin gekommen. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Ich weiß es nicht. Genau, wir waren hier an einem komischen Kackhaus. Zugange. An dem zweiten Schlafräumchen. Und du kennst das Spiel ja noch nicht, oder? Nee, ich kenne das gar nicht. Ja, alles klar. Schön. Das sieht sehr interessant aus. Ich weiß nur, dass du mich da auch irgendwo gemacht hast. Nicht in der Welt, weil ich musste das, ich musste das neu machen. So. Wegen Update. Weiter und so. Hat das nicht voll rumgebuggt? Ja, ja, genau. Okay. Aber jetzt seit dem Update, ich glaube Alpha 12, jetzt heute kam wieder ein kleines Update, ist es schon deutlich, also merklich besser geworden. Ja. Also ist halt, ne, hier, keine Ahnung, Aufbau, Simulation, man muss halt überleben. Und... Moment. So, da habe ich den Pegel ein bisschen höher gestellt vom Mikrofon, wenn nur wahrscheinlich nicht merklich viel. Du hast halt hier Build and Design halt so Standardvorgaben mit, sag ich mal, welcher Knopf wird das? Genau, damit kannst du die drehen. Und ich möchte das Dining-Ding gerne nicht hierhin haben, sondern hierhin. Ich sagte hierhin. Uns hier. Das kommt natürlich alles. Ups. Muss natürlich streng symmetrisch und perfekt zueinander aussehen. Das Haus ist jetzt aber kleiner, ne? Ja, das weiß ich, aber. Das ist in einer Flucht. Ah. Okay. Habe ich sogar recht. So, yes, Start Building. Ich glaube. Genau, da habe ich nämlich schon die ganzen Sachen für gemacht. Weil ich irgendwie schon ein bisschen vorgeplant habe. Das ist auch schon ein bisschen her. Ja, und jetzt bauen die halt hier und du kannst zusehen. Du kannst dann halt noch zeitgleich sagen, hier nochmal Harvested, Harvesting, scheiß mal. Invaders. Genau, mit R war das. Den Town Defense Mode. Das ist voll ungewohnt, dieses Spiel ohne Hintergrundmusik zu hören, zu sehen, was auch immer. Du kannst hier ruhig dein Headset da aufsetzen. Nein, das sieht blöd aus. Und ich mag das eh nicht so mit Headset. Okay. Genau. Halt, du hast halt manchmal halt hier, hast du halt gesehen, Angreifer. Die kannst du halt umbringen oder die bringen dich um. Ich weiß gar nicht. In der Stadt habe ich noch keinen verloren. Ja. Dann hast du halt da alle möglichen Jobs. Den Tischler, den Schweber wollte ich schon fast sagen, den Weber. Den Schweber? Den Schweber, genau. Und den Mason, den hier, den mit Hämmer in Schissel. Der hämmert den Schissel hier rein. Und da ist jetzt einer pennen. Zwei. Drei. Drei? Ja. Eins, ach da, zwei, dahin. Drei. Auch wenn er falsch rum in dem Bett lag. So, das wird halt grau oder dunkel ist, oder durchsichtig eher gesagt, das ist dann halt noch nicht gedingenst. Gedingenst? Gedingenst, genau. Okay. Da wissen die, da kommt was hin. Aber haben es halt noch nicht dahingestellt. Fehlt dir ein Tisch? Der kommt jetzt gerade, weißt du? Nee, warte. Nee, das sind zwei Stühle. Nee, da ist nur ein Tisch zu wenig, oder? Ich weiß nicht. Ah, da kommt der Tisch. Ah, das ist so. Ja, der fehlt trotzdem noch. Nein, da fehlt kein Tisch. Doch? Das ist für Leute, die sich halt gern haben. Dann sitzen die hier halt direkt gegenüber und können sich Hallo sagen. Ne? Ach so, ja, klar. Verständlich. Mir fällt gerade auf, dieser Daumen hat so ein bisschen was von der Mickey Maus Hand. Und wir haben, jawohl. Wenn du halt
hier 96 Food, Moral und den Networth, also halt die den Wert des Dorfes, so des Dorfes so gesehen. Dann kannst du das halt akzeptieren und dann kommen neue Siedler. Und dann habe ich jetzt einen neuen Siedler hier. Und da fährt gerade irgendwas Behindertes draußen rum. Das geht auch nicht. Das ist aber immer so. Immer wenn ich so nichts mache, dann ist Ruhe draußen. Sobald ich den Aufnahmeknopf drücke. Ja, das stimmt. Gerade war nicht so laut, ne? Ja. Vielleicht nimmst du immer zum Feierabendverkehr auf. Wir haben jetzt na gut 10 nach 4. Feierabendverkehr. Okay, ich dachte. ja, dann kommen halt immer so halt Händler, wo man halt einkaufen und verkaufen kann. Das ist auch so ein Phänomen. Ich muss immer bei dem Spiel husten. Immer. Ich weiß nicht warum. Und was ich halt mega geil finde an dem Spiel, dass sie sich hier so Baugerüste bauen und sowas und dann hier die Leitern hochklettern und sowas, um nach oben zu kommen und so. Finde ich mega geil gemacht. Okay, das sieht schon echt cool aus. Ja. Also, ich bin ja ein bisschen müde, ne, muss ich sagen. Wovon? Du hast doch ausgeschlafen. Ich habe ausgeschlafen und dann habe ich den ganzen Tag Metal Gear Solid gezockt. Ja. Siehste? Also ist das bei mir berechtigt, dass ich müde bin? Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie ich das anzweifeln konnte. Ja, schäm dich. So. Und wenn du halt... Wo war's? Da. Wenn du halt irgendwie einen neuen Beruf... Das spielt ja... Nee. Das sieht man aber nicht. Gut, also. Wenn du halt einen neuen Beruf machen willst, eher so ein Typ, du kannst ihn halt hier Berufe zuweisen. Ich glaube, es hat, oder? Ich weiß nicht. Da musst du halt, dann brauchst du hier zum Beispiel... Da ist gerade ein Ritter vorbei. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ein Ritter ist da vorbeigeritten, das hat ein bisschen geklappert. Warum mache ich das? Aber ja. Wenn du halt hier den Diggins brauchen willst, den Blacksmith machen willst, dann brauchst du halt den Blacksmith Hammer crafted by the Mason. Und ja. Hat der Carpenter jetzt mittlerweile. Nein, hat er nicht. Aber ich habe dem Carpenter gesagt. Hey, ne? Mach mal. The Farming Hill. The Farming Hill? The Farming Hill. Früher dachte ich tatsächlich, dass Ho das englische Wort für Hure ist. Ist es nicht? Nee. Oh. Sondern? Klär uns auf. Ich weiß es jetzt, glaube ich, gar nicht. Ach, du weißt es gar nicht? Ja. Und deine, Thema wechselt. Deine Typen, die können, die leveln halt ab. Ich glaube, bis zu 6 Level. Genau, dann bei Level 6 Nature's Surprise. Aber manchmal geht einem das auf den Sack, wie zum Beispiel der Carpenter, wenn der, Level 3 ist. Die Iris. Iris! Da. Da. Job Abilities. Hier. Nee. Doch da. When inspiration strikes, the carpenter may embellish this works an unexpected way. Da hast du da auf einmal so einen Frame, der einfach mal rot ist oder rötlich. Oder die Tür sieht anders aus und die Wege sehen teilweise anders aus. Das geht mir so ein bisschen auf den Sack. Das machen die dann einfach so, oder was? Ja. Halt Inspiration. Okay. Und jetzt mach ich mal Folgendes. Das sieht in 3 breit. Jetzt 2, 3. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3. Dann fange ich halt schon mal ein paar Wege an. So. Das wird hier auch durchgezogen. Scheiß Rollerfahrer. 3. Nee. 3. Was ist jetzt hier von die Mitte? Das ist jetzt aber nicht symmetrisch, ne? Mit den Feldern. Soll ich da auch einen Dreierweg, oder? Warte mal. Ich würde...
Was hast du denn jetzt gemacht? So, ich bin aus dem Menü raus. Ich würde einen Dreierweg machen, das passt dann besser zu den Türen, oder? Ja, das Problem ist, wenn ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, hier ist die Mitte. Ja. Also eine gerade Mitte, keine ungerade Zahl. Das heißt, ich kann 2 oder 4 machen. Was? Weil wenn ich jetzt einen Dreierweg mache, so, dann habe ich hier 4 und hier 5. Das ging mir schon immer bei Minecraft auf den Sack. Ich würde sagen, 2er-Weg, weil 4 ist ehrlich gesagt, glaube ich, ein bisschen zu breit, oder? Oder? Mach einen 2er-Weg. Wenn ich jetzt mal auf nur den 4 wieder habe. Wohl geht eigentlich. Wahrscheinlich kommt eh der Sesh an. 4 ist zu breit. Sagt er das dann auch genauso? Ja. So und nicht anders. So, Finish Editing, 10 Steine brauchen wir. Wie so ein Gollum. Viel zu breit. Mein Schatz. Oh Gott. Wir brauchen 10 Steine, wir haben 11. Das ist natürlich ganz genau. Wisst ihr, und hier wird jetzt der Weg automatisch angefangen. Und ich habe gerade gesehen, die Steinhube. Die Dienstruhe. Ist fertig und ja. Hallo, brauchst du den Bob auch noch ab? Spaß hier. Mit dem Hammer baut er einen Weg. Ey, der muss doch kotzen, oder? Wenn er sich die ganze Zeit so im Kreis dreht. Ja. Was ist da los? Wie gehört das zusammen? Wahrscheinlich macht er irgendwas. Oho. Das ist halt nur so eine allgemeine Sammelstelle, das mache ich gleich weg. Und wir haben schon wieder ein Daily Update. No. Okay. Warte mal, ist das Ding fertig? Ja, das ist fertig, tatsächlich. Dann mache ich. Da würde ich sagen. Das wollte ich nicht. Das. Ach nö, haben die das wirklich gelöscht? Was haben die gelöscht? Ich hatte so eine Werkstatt vorgedingst. Wie groß mache ich denn? Naja, Waren, die will ich haben. Das ist die Tür. Saving, das ist die Tür. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 für die Tür. 1, 2, 3, 4, 5. Soll eigentlich reichen für eine Werkstatt, oder? Also halt, wo halt hier die ganzen Dinger drin stehen. Kann man machen. Ne? Boah, das sieht ganz gut aus. Oh Junge, Alter, meine Nase juckt, ne? Warum? Weiß ich nicht. Rot oder blaues Dach? Warte, nehmen wir mal blau. Oder rot? Rot. Oder nicht? Oder blau? Ja, rot. Flachdach. Das ist eigentlich witzig für so einen Schuppen, ne? Ein Flachdach. Okay. Schon fast so gesagt, einfach, oder? So. So. Auch wenn. Das ist halt mittig. Das ist mittig. Sieht voll schief aus. Aber so. Okay, eigentlich, wenn ich jetzt 20. 8. 8 ist das höchste. Erste. Ich dachte schon, dann mache ich direkt Road. 1, 2, 3. Finish Editing. Sind die Wege eigentlich nur zur Zierde oder laufen die da drüber? Die laufen tatsächlich drüber und auch schneller. So. Also die Wege sind, da laufen die schneller. Ja, fick dich, ich will eh nichts, ganz ehrlich. Fahr mal Level 1. So. Du baust. Ah, komm hier. 2 Double Doors. Komm da rein. Fenster brauchen da nicht rein. Oder? Kannst du auch Türen bauen? Nee. Der kann keine Türen bauen. Der kann nur Fences. Schau.
Nein, ich war's wild. Komm, machen wir mal. Machen wir so groß, oder? Ne, warte mal. Machen wir die. Ah, 4. Ja. Dann Bild hat man. Alles klar. Und die fangen halt immer jetzt mit dem Dienst an. Erst mit dem Weg. Dann halt. Aber wie viel passt noch rein? Dann halt die Wände. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Wofür ist das jetzt eigentlich nur zum Essen das oder was? Genau, das ist zum Essen. Okay. Gut. Wo ist denn der Tisch? Da. Hä? Irgendwie, ja. Das ist halt verbockt. Ja. Da bin ich die Entwickler nochmal ran. Aber ich muss sagen, das ist schon dafür, dass das eine Alpha ist, die noch gar nicht mal so lange auf dem Markt ist, läuft das echt stabil. Kleiner in der Alpha 11, da ist das mega oft halt durch Bugs in Arsch gegangen. Und, ja. Jetzt seit der Alpha 12 ist eigentlich. Soll ich mal die Maske aufsetzen, die da liegt? Welche Maske? Die Maske. Ich hab schon gedacht, ey. Oh, warum hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Stroh? Ja, weiß ich nicht. Mach das jetzt nochmal auf. Sieht bestimmt schön aus. Nee. Das sind die Schlimmstes. Oh. Harte Übersteuerung. Das war ein Bonbonpapier. Ich war noch gerade beim Kiosk. Und hab mir erstmal Weingummi gekauft, weil ich da irgendwie voll Bock drauf hatte und das war mein Mittagessen heute. Gib's doch zu, du hast kleinen Kindern die Bonbons geklaut. Ja. Eigentlich ja. Aber ich wollte es jetzt nicht so nicht direkt zugeben, weißt du? Ja. War das Slice? Ober. Das war. Nein, das ist falsch. Ey! Was? Was? Da kann ich halt, ne, auf eine bestimmte Höhe kann ich da die Welt halt einschneiden, so gesehen. Das ist halt ganz interessant. Weil ich will jetzt mal ein paar Steine holen. Dann kann ich hier das so einfach langziehen und fertig. Dann mache ich das wieder aus. Dann minen die das, dann höhlen die das da aus. Kannst du nicht auch eine Butze reinbauen? Klar, kann ich auch machen. Voll geil. So ein Höhlendorf. Ja. Dann kannst du halt. Du kannst dann halt, wenn die Ebene weg ist, warte, halt mit dem, mit meinem Block, dann. Mein Block. Oh Gott. Wir aber einfach beide direkt daran denken. Ja. Dann kannst du halt hier noch weiter unten nach unten gehen, Treppen bauen nach unten und sowas. Und dann kannst du dann auch, glaube ich, denke ich mal, Häuser reinbauen. Mach das doch. Nein. Wieso? Deswegen. Weil. Ich ein überirdisches Dorf brauche, was schon. Komm schon! Jawohl. Mial Framer. Ah, der hat bestimmt voll die Framer? Der hat bestimmt voll die geilen Frames. Ist das der Framer? So. Oh, das ist eine Framerito. Das ist der Frameritus. Kann ich auch kaufen. Und dann kannst du den halt auch verkaufen, um halt Geld einzusacken und so. Leute, warum baut ihr hier einen Fall? Wo lagern die das ganze Essen? Das Essen, das lagert jetzt vorerst hier. Ach, das ist Essen. Ich hab gedacht, das wäre sowas wie ein Blumentöpfe oder sowas. Nee, das ist hier. Pumpkin Basket so. Und Basket of Turnips und... Aber die kriegen doch voll Durchfall, wenn die nur so eine Scheiße fressen, oder? Frauen. Ja, wenn du... Irgendwann lockst du dich so ein und dann kriegen die alle vor. Gehen die alle irgendwie so mitten in der Nacht auf das Feld und kacken da erstmal drauf. Erstmal dünn. Leckerchen. Hallo? Ist das... Tiere? Kann man nicht halten. Starting to rot, better eat it far. Geil, das kann sogar verrotten. Ja, und da hat doch einer reingeschissen, wo die Fliege drüber... Ja. Oder? Das ist Gold. Das ist Gold? Ein Gold. Was machen wir mit Gold?
Da kannst du halt, wenn jetzt Händler sind oder sowas. Weil die haben halt manchmal Sachen, die du halt noch nicht bauen kannst. Ja, ich lasse dir das erstmal fertig bauen, das Ding. Und ja. Essen die das von alleine, wenn die Hunger haben, ja, oder musst du denen dann auch schon? Das aussieht. Das sieht ein bisschen witzig aus, ne? Ja, das ist der, der hat jetzt Hunger, oder die? Die Grailer Leben. Die Namen so behindert. Jetzt rennt die halt zu. Aber man kann die auch umbenennen, oder? Ja, ja. Du kannst halt, wenn du jetzt hier reingehst, kannst du hier, keine Ahnung, Hannelore Kraft. So, jetzt haben wir Hannelore Kraft in unserem Dorf. Die ist jetzt gerade erstmal fett am Phrasen. Die setzen sich jetzt auch echt da rein zum Essen, oder was? Ja. Das finde ich auch richtig geil gemacht. Dass sie sich halt Stühle suchen. Und wenn die halt alle wirklich am Malochen sind und halt alle gleichzeitig essen haben, das sieht total geil aus, dann sitzen die da mit 10 Mann und fressen die. Fressen sich dann die Butze voll. Ja, okay, da können ja... 10 Leute. Nein, die einen haben ja keinen Tisch. Trotzdem setzen sie sich da hin. Da quietscht was in deinem Zimmer. Ja, ich weiß, das sind meine Viecher, die ignoriere ich mit dem Tisch. So, und das abernten für die Früchte. Und dann muss ich mal... Pumpkins brauche ich nicht. Wie wähle ich das? Genau. Remove. Und dann möchte ich gerne ein neues Feld mit... Fuck. Was war das? Mit Fuck? Ja, mit Fuck. Ich glaube, das war Silkweed. Nein. Pumpkin. Ja, ich brauche nur eine Maus. Das... Weil Silkweed ist nämlich das Zeug hier, das hier. Silkweed, ja. Und das braucht der Weaver, weil ich wollte halt Rüstungen so bauen. Und für diese ganzen Sachen, für die ganzen Inkredenzen brauchst du halt hier. Bauen wir mal oben. 4, 5, 12, 63, 5. Und ich finde das witzig, wie man den Ausschlag bei Outer City sieht, wenn ich klicke. Also ich sehe da keinen Ausschlag. Guck, siehst du den Ausschlag? Ja, okay. So ein bisschen, ne? Ein bisschen. Oh, boah, das Ding ist schneller hier. Auf den Sack. Oh, das sind die. So. Quietsch. Ja, wenn die sich da ein bisschen haken, ein bisschen fetzen. Das sieht witzig aus, ich kann da genauso hingucken. In die. Ja, ist das gut. Wait. Käfige. Wo du deine ganzen Sklaven eingesperrt hast. Ja, hallo. Hä? Was ist das? Was ist der? Kann man jetzt gucken, woran der verreckt ist? Nee. Ach, das ist ein Monster. Ja. Die kommen jetzt aus der Höhle raus? Ja, die sind irgendwie gespawnt. Kann das sein, dass sie im Dunkeln spawnen? Wahrscheinlich im Prinzip wie Minecraft. Bronze Ingrid. Ingrid! Hallo! Was? Hallo! Leute, was soll das? Der schwebt einfach sein Leben ab. Das ist ja auch geil. So. Ich finde es auch geil, dass sie dann, die laufen dann halt nicht hier drauf, wenn die irgendwo hingehen, dann laufen die auch wirklich auf diesem Gerüst hier oben drauf. Das finde ich so geil gemacht, einfach. Ich bin fascinated. Mit meinem Fascinator. Ah. Kannst du die schon bauen? Dann bauen wir davon 2. Was ist den? Feuerdinger, so Flammendinger, die wollte ich schon hier hinsetzen. Ach so. Dass er halt ein bisschen heller ist. Heller. Das ist dann aber trotzdem nicht mittig, ne? Das weiß ich. Eine gewisse Asymmetrie ist heller. Sagt man das so? Asymmetrie? Asymmetrinität? Asymmetrie. Ja. So.
craften. Da kannst du halt einstellen. Ja, ich weiß, geht nicht. Dass du immer 10 davon haben möchtest. Genau, immer auf Lager. Das habe ich erst nie gerafft, aber dann irgendwie ist mir dann noch einfach. Ich würde ja gerne den Shepard und so alles bauen. Shepard? Ja, das Shepard. Boah, das Shepard richtig. Das Shepard aber sowas von. In deinem Blog? Ja. Das Shepard in meinem Blog. Hier den Hirte. Oh, aber da brauche ich erst den Trapper. Und dafür brauche ich erst den Blacksmith. Und dafür muss ich erstmal mit dem Mason den Hard Rapper. Den Rapper, genau. Ja. Den Shizzle-Mizzle. Du brauchst erst den Rapper, damit das in deinem Block scheppert. Ne? Genau. Weißt du? Und dann geht der Rap los. Und dann kriegst du voll den Sonnenbank-Flavor. Pass auf. Alter, bei dir ist hier voll die Action los. Ich wusste es. Was ist hier? Das ist zu weit weg, das hört man nicht. Nee? Nee, nee. Das täuscht. Ist das Krankenwagen oder Polizei? Krankenwagen ist das. Das kann ich sofort von auseinanderhalten mittlerweile. Echt? Ja. Ich nicht. So, weil ich brauche hier Bundle of Wool und das kriege ich halt nur, wenn ich halt Schafe habe. Kannst du die auch essen? Die Schafe? Damit die Leute keinen Durchfall kriegen, wenn die nur die ganze Zeit sich Kürbis reinpfeifen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube tatsächlich ja. Echt? Ich bin mir eigentlich sicher. Boah, so ein richtig geiles Lammkotelett. Hätte ich da Bock drauf. Für 13 Euro. Für 13 Euro, das vom Nürburgring. Oh ja. Das ist so wirklich. Das so groß war. Ja. Und ich hatte so einen verfickten Scheißhunger. Das fand ich so cool. Weißt du, so den ganzen Tag, weiß nicht, bist du da auch gefahren? Nee, ne? Wo? Nürburgring? Ach, nee. Das war nicht da, wo wir gefahren sind. Warte mal. Nürburgring doch, da ist doch dein Pleuel auseinandergefetzt. Ja, klar, war das da? Das war da, ja. Genau, ich bin da ja gefahren. Ich bin auf der Grand Prix-Strecke mit dem Kart gefahren und hab mein Kart da knallhart zerlegt. Genau, und ich hatte da noch kein eigenes. Genau. Und ich glaube mal, das, was du da hattest, das hättest du dran noch. Nee, das, was ich danach hätte, da, ne? Das ist fertig. Ja, ich höre auch nicht weiter. Wooden Double Door. Auf jeden Fall haben wir da alle gecampt und da gab es ein sehr leckeres Lammkotelett. Warum geht es nicht? Warum geht es nicht? Weiß ich nicht. Falsch rumgebaut. Das ist eine einfache Wand. Okay. Hier geht es. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Die ist zu breit, ne? Oh, ich glaube, die ist auch. Naja, jetzt hat er einmal drauf gehauen und die Tür ist direkt da. Ja, richtig. Und die Tür steht vor der Wand. Scheiße. Kannst du die abreißen ohne Verluste? Oder ist das dann zerstört? Das weiß ich gar nicht. Ich denke mal, das ist dann zerstört, ne? Ja, und wenn ist dann. Hallo, die war voll schön. Boah, halt eine neue. Boah, sag mit sich, ich muss das Ding wieder abreißen hier. Das ganze Haus? Ja. Wieso? Steht so weit vorne? Nee, ich kann da irgendwie separat jetzt keine Dienst reinmachen. Hoppala. Wie kann ich denn Sachen abreißen? Ja, destroy. Destroy it! Pitch. Wow. Wie kann ich den Gebilde? Gebilde. Build and Design. Da, er macht noch was. Er will da rein. Lass mich rein. Kannst du nicht nur eine Wand einreißen und dann eine neue hochziehen oder geht sowas nicht? Das muss ich erstmal rausfinden. Da, was ist mit dem Radiergummi da? Ja, das ist hier dieses Design. Wenn ich jetzt auf Wände gehe, dann habe ich aber keinen. Click to erase items. Ich kann halt den Floor weg. Click and drag to erase floor.
Du hast ja jetzt eine Wand weggeklatscht, oder nicht? Wait, was machen die? Du hast eine Wand weggemacht. Nee, die ballern jetzt alles weg, oder das, was? Das schaue ich mir jetzt erstmal an. Aber. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Okay. Denn wir sind bei 30 Minuten schon. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Da ist die Kinder. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.